Der nächste Wein, den Sie im Glas haben, ist der Blaufränkisch Jahrgang 2012, Mittelburgenland DAC Klassik vom Weingut Hans Igler aus Deutschkreuz. 13 Alkohol, 5,6 Promille Weinsäure und 1,6 Gramm pro Liter Restzucker. Weingut heißt nach wie vor Hans Igler. Allerdings lebt der Hans Igler seit 1994 nicht mehr. Der Hans Igler war eigentlich der Pionier des österreichischen Rotweinbaus. Der hat in den frühen 80er Jahren, vor dem Weinskandal, hat der schon auf Qualität geschaut, dann nach Deutschkreuz geheiratet, hat dann Weingärten von seiner Frau gekriegt und hat mit Weinbau angefangen, auch im Nebenerwerb, und hat den Ertrag damals schon freiwillig reduziert. In der Zeit, wo praktisch alle noch Kilo zahlt und der hat freiwillig Trauben heruntergeschnitten. Der war im Lagerhaus in Horizon angestellt und war dort Berater bei Spritzmittel und Weingartenbedarf. Und viele Weinbauern waren seine Kunden. Und er hat auch sich sehr viel mit Weinliteratur auseinandergesetzt. Er war einer von denen, die auch bereit waren, über den Lattenzaun zu schauen, und zwar nicht nur bis Horizon, sondern bis Bordeaux, und hat einige Weinreisen nach Bordeaux gemacht. Er war der Erste, der in Österreich Barriquefässer verwendet hat. Und zwar hat er vom Château Latour, die haben damals und auch heute noch für einen Chateauwein, werden nur neue Fässer verwendet. Und die einmal gebrauchten Fässer haben die entweder für ihren Zweitwein verwendet oder verkauft. Und der Hans Igler hat 5 einmal gebrauchte Barriquefässer vom Château Latour gekauft und hat es nach Deutschkreuz gebracht und hat dort erstmals seinen Blaufränkisch gefüllt. Und hat die Erträge enorm reduziert, weil er von den Franzosen gehört hat, wenn man da einen dünnen Wein rein tut, da druckt ihn das Holz. Beim Schnitt haben wir damals, Ende der 70er Jahre, da sind manche Winzer, die meisten noch, 4 Bögen geschnitten mit einem guten Meter oder noch mehr, hat er 2 Bögen geschnitten mit einem Dreiviertelmeter. Dann haben sie gesagt, jetzt ist er verrückt, weil der bringt den Weingarten um. Wenn sie heute rausfahren, sehen sie viele Rebstöcke, vor allem bei modernen, jungen Anlagen, geht man mit Abstand der Rebstöcke auf 75 cm und mit einem Bogen. Ist heute klar, dass die Trauben nie reif werden können, nicht? Weil da ist ja der vierfache Ertrag drauf gewesen, wie sollen die reif werden. Nicht? Ja, in sehr guten Jahren, wenn es sehr warm war. Der hat sich nicht abbringen lassen und hat dann seinen Blaufränkisch in Barriquefässer gefüllt. Die anderen haben ja alle geschaut, Oktober Lese, März, April, spätestens im Mai haben die meisten geschaut, dass der Wein weg ist. Wenn er nicht weg war, haben sie schon gesagt, der hat keinen guten Wein, weil er ihn nicht losbringt. Ja, so war es früher. Nicht? Muss man sagen, sie haben es im Gebinde verkauft. Und er hat den Wein im Barriquefassel 2 Jahre liegen lassen. Nach 2 Jahren hat er dann tatsächlich abgefüllt, ohne zu filtern, sondern nur durch natürliche Klärung. Bei den großen Weinen tun die meisten Top-Weingüter nicht filtern. Warum? Weil man ja Aromastoffe rausfiltert. Ne? Hat abgefüllt und hat seine Winzerkollegen gesagt, na, denen will ich es jetzt sagen. Ne? Jetzt lassen wir es ein, und dass er mal wirklich einen guten Rotwein verkosten können. Ja? Ja, aber die waren ja nur die so der Himbeerweine gewöhnt, nicht, die es damals gemacht haben. Nicht? So sieht es, ganz so sieht es wie so der Himbeer war es nicht, weil ich habe auch so der Himbeer damals noch getrunken und ab und zu der Rotwein auch reingeschnuppert, weil da haben sie Restsüße lassen, weil die Säure ja so hoch war, dass man es nicht ausgehalten hätte. Auf jeden Fall hat er die dann eingeladen und hat gesagt, na, jetzt trinkt einmal einen Blaufränkisch, einen guten, einen Blaufränkisch Barrique. Er hat es kosten lassen und dann ist in ganz Deutschkreuz voll gewesen. Ach, jetzt hat er es, der Ilja Hans. Jetzt hat er keinen Ertrag gehabt. In kleine Fassel hat er ausgebaut und hat 20 Mal so viel Arbeit gehabt mit dem Wein als mir. Und jetzt hat der Wein noch einen Fasselgeruch.
Weil Holz war für alle ein Fasselkrugel. Und das war halt so der erste Blaufränkisch Barrik ausgebaut in Deutschkreuz. Ergebnis war aber, der Bundespräsident Kirchschläger, der ja Diplomat war und französische Weine gekannt hat als Botschafter, hat dann in der Präsidentenkanzlei in Iglerhand sein Blaufränkisch Barrik seinen Gästen angeboten. Die Tochter hat dann übernommen und in der Zwischenzeit ist ihr Sohn, der Clemens, jetzt im Weingut und arbeitet jetzt das dritte Jahr mit. Das heißt, die Tochter ist 53 und zieht sich aber ein bisschen zurück oder lässt den Sohn jetzt immer mehr.